Wir sind hier in Hennersdorf, in der Wienerberger Ziegeleigrube, in der Nähe von Wien. Und diese Tone, die wir hier sehen, diese graugrünen, sind Überreste eines Sees, der vor 10 Millionen Jahren Großteil Europas bedeckt hat. Und was wir hier machen, wir haben eine Bohrung abgetäuft, mehrere 10 Meter tief, und haben dann Zentimeter für Zentimeter geschaut, wie sich die Sedimente ändern da drinnen. Da kommt der Pollen und Muschelkrebschen in den Sedimenten, können wir sagen, wie sich das Klima vor 10 Millionen Jahren verändert hat. Hier kann man sich die Landschaft ein bisschen vorstellen wie heute im Donaudelta. Allerdings war es etwas wärmer und auch viel feuchter. Und wir können mit unseren Ergebnissen zeigen, dass sich hier das Klima über Jahrzehnte und Jahrhunderte schon geändert hat, einfach weil die Sonne unterschiedlich stark strahlt. Das ist genau das, was heute unser Klima beeinflusst. Altstadt ist das älteste Salzbergwerk der Welt. Wir haben Funde aus der Bronzezeit 1500 vor Christus bis in die jüngere Eisenzeit hinein. Vor allem die organischen Stoffe wie Holz, Leder und Textil bleiben dort wunderbar erhalten. Und gerade die Textilien zeigen uns, wie die Leute damals sich gekleidet haben. Die Textilien werden ausgegraben und bei uns im Labor weiter behandelt. Bei der Analyse der Textilien aus Hallstatt kann man sehr interessante Dinge über das tägliche Leben der Menschen in der Urgeschichte, aber vor allem auch über die Textilproduktion erfahren. Wir wissen nicht nur, dass die Menschen schon Schafwolle und Flachs benutzt haben, sondern sie haben auch ungewöhnliche Materialien verwendet, wie zum Beispiel Rosshaar, Dachshaar oder Brennnessel. Und das zeigt uns doch einiges über einen sehr bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen vor 3000 Jahren. Wir erforschen aber auch, was die Leute angezogen haben, wie ihre Kleidung ausgesehen hat. Normalerweise stellt man sich das immer so sackartig und primitiv vor, aber wir wissen genau, dass die Menschen sehr bunte Kleidung bevorzugt haben, mit wunderschönen Mustern, welche, die auch heute noch relevant sind, wie zum Beispiel dieses Hahnentrittmuster, das ich heute gerade untersuche. Um Fragen der Evolution von Tieren zu klären, sind wissenschaftliche Sammlungen oft unerlässlich. In unserem Projekt versuchen wir zu klären, in welchen Rückzugsgebieten Hochgebirgsschnecken die Eiszeiten überdauert haben, ob sie dabei neue Arten ausgebildet haben und ob ihre äußere Variation mit der genetischen übereinstimmt. Unsere Aussammlungen stehen auch Wissenschaftlern in Zukunft zur Verfügung. Die molekulare Genetik hat den wissenschaftlichen Sammlungen eine neue Bedeutung gegeben. Wir untersuchen die Erbinformation ausgewählter Gene, um daraus Verwandtschaftsverhältnisse von Arten und Populationen zu rekonstruieren. Erste Ergebnisse haben gezeigt, dass einige Arten wirklich sehr alt sind und offenbar in Anpassung an Gebirgshabitate am Rande der ehemals vergletscherten Bereiche der Ostalpen entstanden sind. Weiters zeigte sich eine sehr hohe genetische Vielfalt, die sich nicht immer in äußerlichen Merkmalen widerspiegelt. Das heißt, auch bei diesen unscheinbaren Tieren ist die Biodiversität viel höher als äußerlich erkennbar. Die Satellitentelemetrie ist eine Methode, mit deren Hilfe man die Zugwege wildlebender Tierarten, auch von Vögeln, in diesem Fall Greifvögeln, in alle Teile der Welt verfolgen kann. Mit GPS-genauen Lokalisationen ist es möglich, die individuellen Schicksale der Tiere über Jahre hinweg zu verfolgen. Im Rahmen des Projekts Born to be Wild werden sowohl Sakerfalken als auch Wespenbussarde besendet. Wenige Tage vor dem Ausfliegen werden die Jungvögel von den Nestern geholt, um sie zu besendern.
Es werden 22 Gramm schwere GPS-Sender verwendet, die mittels Solarenergie versorgt werden. Auf diese Art und Weise sind die Sender mehrere Jahre lang einsatzbereit. Die Signale werden via Satellit zu einer französischen Firma weitergeleitet und dort transformiert, sodass sie in Wien vom Computer her abgelesen werden können. Während der in Österreich stark bedrohte Sakerfalke Europa selten verlässt, zieht der Wespenbussard bis nach Westafrika, um dort zu überwintern. Die Satellitentelemetrie ermöglicht, dass wir diese Greifvogelarten besser kennenlernen und damit effizientere Schutzmaßnahmen treffen können.